Ladies and Gentlemen, this is your Captain speaking. Willkommen, liebe Lauffreunde, hier spricht Ihr Kapitän. Mein Name ist Violet, ich bin Ihr Pilot auf dem heutigen Flug über die Ostalb. Im Namen der Crew begrüße ich Sie recht herzlich hier an Bord unseres kleinen Sportflugzeugs. Für den Flug sagt der Tower uns beste Wetterbedingungen voraus. Zum Start bringen Sie nun bitte Ihre Sitze in eine senkrechte Position, schnallen Sie sich an und klappen Sie die Tischchen vor sich ein. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Flug und jede Menge tolle Eindrücke. Unsere heutige Flugstrecke führt uns über den östlichen Teil der Schwäbischen Alb. Wenige Minuten nach dem Start haben wir unsere Reiseflughöhe von 4000 Fuß erreicht und drehen in Richtung Westen. Wenn Sie rechts aus dem Fenster sehen, erkennen Sie die freie Reichsstadt Aalen mit ihrer schönen Innenstadt. Vorbei geht es dann an Lautern mit dem Labbertal, wovon der Rosenstein sehr gut zu erkennen ist. Doch jetzt haben wir Kurs auf Schwäbisch Gmünd über Möcklingen und Böbingen genommen. Nun haben wir Schwäbisch Gmünd erreicht, wovon der Rechberglauf aus startet. Die ersten Kilometer des Laufes erstrecken sich vom historischen Marktplatz an schönen Fachwerkbauten und dem Rathaus vorbei, in Richtung der Bundesstraße B29. Von dort aus geht es dann 25 Kilometer lang über Weschenbeuren und über die drei Kaiserberge bis zum Ziel, dem Rechberg, den wir jetzt gut erkennen können. Auf dem Gipfel des Rechbergs befindet sich die Wallfahrtskirche St. Maria. Bevor die Läufer das Ziel auf dem Rechberg überqueren, erstreckt sich eine Kehre am Fuß des Berges vorbei an der Rechbergburg. Der Aasrücken bildet eine Art Brücke zwischen dem Hohen Staufen und dem Rechberg. Der Name Aasrücken kommt offensichtlich von dem Wort Äsen. Dort haben die Alemannen früher ihre Tiere weiden lassen. Der Weg auf dem Aasrücken erstreckt sich etwa 4 Kilometer lang, leicht ansteigend. Davor ist der Hohen Staufen. Er ist der erste Berg auf dieser Strecke. Am Gipfel des Berges ist die Burgruine von Hohen Staufen, an der die Läufer wenden und wieder nach unten laufen. Weschenbeuren liegt vor dem Hohen Staufen. Hier gibt es für die Läufer einen kleinen Abstecher in das Wohngebiet, bevor der Hohen Staufen mit seinen 684 Metern Höhe
von allen Läufern erklommen wird. Der Weg nach Weschenbeuren geht durch ein schönes Waldgebiet. Jetzt ist auch die Abzweigung von der Bundesstraße B29 in das Waldgebiet zu sehen. Von der Abbiegung erstreckt sich der Lauf ca. 6 Kilometer entlang der B29 von unserem Startpunkt Schwäbisch Gmünd aus. Noch einmal sehen wir Schwäbisch Gmünd von der Gegenseite, bevor wir uns auf den Rückflug über Böbingen, Möcklingen und Aalen machen. Auf dem Rückflug sehen wir noch die Kapfenburg bei Lauchheim sowie die Autobahn A7. Noch ein paar Worte zum Fluggerät. Es handelt sich bei dieser Maschine um ein Ultraleichtflugzeug des Typs FK9. Ein solcher Typ bietet Platz für 2 Personen und Flüge von weit über 400 Kilometer sind hiermit problemlos möglich. Meine Damen und Herren, willkommen zurück in Elchingen. Bitte bleiben Sie angeschnallt noch so lange auf Ihren Plätzen sitzen, bis das Flugzeug die endgültige Parkposition erreicht hat und die Anzeigen vor Ihnen ausgeschaltet sind. Im Namen der Crew wünsche ich Ihnen viel Freude beim weiteren Zuschauen. Ich würde mich freuen, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.